always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all. LegalPower.de spart 15%. Nein, 16% mit Code BEN, wenn ihr bei LegalPower.de einkauft. Die geilsten Bodybuilding- und Fitnessklamotten überhaupt, von der Qualität, vom Aussehen und so weiter und so fort. Geht dahin, 16% mit Code BEN. Hallo, hallo, Ben Wellen hier und willkommen zu meinem YouTube-Channel. Okay, heute gibt es mal sowas wie eine kleine News-Sendung. Naja, News-Sendung. Ich erzähle euch auch, wie unsere Rückreise war von Deutschland nach Mexiko. Die war nicht ganz so normal, da waren einige Schockmomente dabei. Des Weiteren werde ich euch ein schwulen Angebot, das der Ben bekommen hat, erzählen, und PayPal Disaster hat gestreikt. Aber als erstes möchte ich euch über Legal Power informieren. Ihr habt ja gesehen, diesen kleinen Fotoshoot bei Legal Power, den ich da gemacht habe. Und bevor wir diesen Fotoshoot gemacht haben, saß ich mit denen im Büro und die haben gesagt, weißt du was, Ben, wir sind sehr zufrieden mit dir. Wie wäre es denn mit deiner eigenen Collection, deiner eigenen Line? Und ich bin like, yay, die Ben Wellen Line von Legal Power. Und was wird natürlich da drin sein? Ja, sowas wie mein Headband, ne? Da mit Legal Power Zeichen drauf. Und zum Beispiel hier, was ist das? Das ist ein geiles Halstuch, ja? Zum Beispiel, wenn man Motorrad fährt oder keinen blöden Schal anhaben will, wenn es kalt ist, ne? Ich demonstriere das euch mal ganz kurz hier so, ne? Ja, okay. Und dann kann man das hier schön für den Hals, auch super im Flugzeug. Ja, absolut. Dann hier fürs Motorradfahren, ne? Perfekt. Ja, super, super. Und wie gesagt, auch für alle kalten Momente, damit man keinen Schal mehr braucht. Ist sehr bequem, sehr super, sehr, naja, ihr wisst schon, einfach geil. Und natürlich dann noch andere Sachen unter meinem Namen. Ich bin gespannt, wann genau kommt das raus, keine Ahnung, vielleicht innerhalb eines Jahres, irgendwann, keine Ahnung, will ich euch sagen, ne? Also, das dazu, das war mein kurzes Legal Power Announcement. Jetzt moving on zu PayPal, mal kurz. PayPal ist komplette Scheiße. Ihr wisst, alle die, die mit mir Business machen, ich habe sehr viel über PayPal gemacht, bin nach Deutschland geflogen, habe mich mit einer deutschen IP-Adresse bei PayPal reingecheckt und sofort, mein Konto war gesperrt, mein Konto war zu, egal was ich gesagt habe, getan habe, gemacht habe, mein Konto war zu, ich bin nach Mexiko zurück, mein Konto war immer noch zu, habe mit denen geredet, wie auch immer, dann haben die einfach mein Konto gekündigt, ne? Also, ja, nur wegen dieser deutschen IP-Adresse und weil ich zu viele Sachen hatte über PayPal. Naja, das dazu, braucht kein Mensch. Ich sag euch, Visa ist eh das Beste, das Bessere. Und ja, viele jetzt meiner Kunden haben alle Visa gemacht. Und es gibt ein paar, die so festhalten am PayPal. Please, please. Und diese habe ich jetzt mal verloren. Ist halt so, ne? Kann man nichts machen, kommt noch nicht wieder. Gut, dann hatte ich, während ich in Deutschland war, auf einmal auf meinem Handy so einen richtig schönen langen Text. Ja, erstmal, hey, hi Ben, wie geht's dir? Bla, bla, bla. In Englisch. Und ich weiß schon immer, in welche Direction, weil es war Englisch, es geht, wenn die immer so ein gewisses, so wie die anfangen zu reden, da weiß ich schon, ah, okay, ne? Öfters hörst du mal auch, ach, ich will dir einen blasen, bla, bla, diese ganze Kacke, aber wir reden nicht über Geld. So, der Typ hat jetzt mir ein Angebot gemacht. Pass mal auf, Ben, ich arbeite mit vielen Profis zusammen. Hätte mal gerne gewusst, mit wem, ne? Das wäre jetzt mal super interessant gewesen, hier laut vor der Kamera zu sagen, ey, der macht, naja, wie auch immer.
Und ich gebe denen sehr viel Geld. Wir machen sowas wie einen Vertrag. Du musst dann nur zu Hause posen in deinem Schlafzimmer und diese Videos sind dann nur für mich. Ja, du kriegst dann $300 pro Video, darfst aber niemanden zeigen, darfst auch niemanden irgendwas sagen. Und das geht dann von da und dann im Monat kannst du dann Tausende von Dollars verdienen, je nachdem, was du willig bist zu tun. Bla bla bla. Ich habe es immer noch hier auf meinem Handy. Ja. Also eine Sache mal ganz klar. Erstmal, ich bin nicht käuflich. Ja. Zweitens, ich liebe Sex. Aber wenn ich Sex habe, ist es immer umsonst, weil ich das will. Ja. Nicht, weil mich einer dafür bezahlt, sondern ist immer umsonst, weil ich das gerne habe. Und fertig. Ja, der Ben ist nicht käuflich für solche Sachen. Das erinnert mich übrigens daran, wie ich 22 Jahre alt war und die, die meine Story kennen, wo ich 3 Tage nichts zu essen hatte, meine Miete nicht bezahlen konnte und wo der Vermieter schon reinkam und das Schloss ausgewechselt hat und gesagt hat, wenn du jetzt rausgehst, kommst du nicht mehr rein. Also, wo ich am richtigsten Tiefpunkt war in meinem Leben, sogar einmal kurz über Selbstmord nachgedacht hatte. Zu der Zeitpunkt hatte ich Angebote von Frauen um die 40, ich war 22, die zu bumsen für eine gewisse Menge an Geld. Und ich habe das auch nicht gemacht, auch wenn es mir so dreckig ging. Weil Sex ist bei mir nicht käuflich. Das dazu, ja, nur mal dazu. Jetzt reden wir mal über unsere tolle Heimreise. Wir sind hier abends um 18 Uhr geflogen von Düsseldorf nach Amsterdam. Ja, alles cool, alles gut. Dann hatten wir in Amsterdam ja 4 Stunden Aufenthalt, ne? So, wir gehen in Amsterdam durch die Passkontrolle. Ja, sind gerade fertig mit der Passkontrolle. Wir hatten auch so viel Gepäck, Handgepäck dabei und weiß ich nicht was. Und natürlich meinen Laptop und so weiter und so fort. Und da, ja, das war dann an so einem anderen Apparatus dran, naja, will ich jetzt nicht erklären, haben wir so hinter uns hergezogen und sind mal gerade durch die Passkontrolle durch, ist mein Schuh aufgegangen, habe ich gesagt, ja, okay, ich bind mal meinen Schuh zu, habe nicht kurz aufgepasst, meine Frau ist dann schon losgegangen und ich hinterher, ne, mit meinem Bag, hinterher, 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 ah, jetzt gehen wir erstmal auf Toilette, da sind wir schon 15 Minuten gelaufen, auf Toilette gegangen und dann kam ich aus der Toilette raus und dann gucke ich sie an, da sage ich, wo ist mein Laptop? Und ich sage, du hast den Laptop. Ich sage, ich habe nicht den Laptop. Wo ist der Laptop? Ja, keine Ahnung. Oh, wir voll die Panik. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, da wurde mir schon mal ganz komisch. Dann ist sie in die Toilette rein, hat geklopft, da wo sie vorher war. Hey, ist da ein Laptop drin? Ist da 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 da? Und die Frau, nee, 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 nee. Was machen wir jetzt? Ich sage, du rennst zurück. Renn zurück, wo wir waren, nach der Passkontrolle und guck mal, ob irgendwie wir das Glück haben. Und ich bleibe hier an der Toilette, vielleicht hat die Olle gelogen und will jetzt den Laptop mitnehmen. Und in dem Moment, also Abby ist gerannt und ich habe da gestanden und da wurde mir so schlecht. Und da habe ich gedacht, boah, warte mal, warte, warte mal. Mein Laptop, okay. Da ist alles drin, alle meine Videos, alle meine Bilder, all dies, all jenes, all das. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn der Laptop jetzt weg ist, wenn der Laptop jetzt weg ist, okay, du hast ja noch dein Telefon. Du hast die zwei Dinge, ja? Du hast den Laptop und das Telefon, ne? Entweder oder, da ist ja alles drin. Und in dem Moment wurde mir mal richtig übel. Hab ich gedacht, wo ist mein Telefon? Mein Telefon ist in meinem Laptop, in dem Bag von meinem Laptop. Ich so, nein, ich sag euch, ich bin fast ohnmächtig geworden, weil jetzt hätte ich alles verloren. Alle meine Videos, alle meine Kunden, alles. Und keine Chance mehr, irgendwie reinzukommen in irgendwas oder irgendjemand zu benachrichtigen. Oder. Stellt euch mal vor, die absolute Katastrophe. Und dann on top of all this habe ich ein extra Telefon. Ich habe ja hier mein Handy und dann habe ich hier mein Handy für die Bank, wo nur mein Online-Banking drauf ist. Nur auf diesem Handy ist die App drauf. Und glaubt ihr, wo das war? Im Laptop-Bag. Also in dem Moment ist meine ganze Welt zusammengebrochen. Ich so, boah, mir wurde übel, mir wurde schwarz, mir wurde schwindelig. Die Olle kam nicht aus der Toilette raus.
20 Minuten später, Abby kommt angelaufen mit meinem Laptop. Ich so, oh mein Gott, what happened, what happened? Ja, Polizei war da, standen da rum, wollten das gerade mitnehmen. Und ja, Gott sei Dank hat keiner mitgenommen. Wir hatten das auf so einem Rollwägelchen, ne? Wie auch immer. Also oh mein Gott. Oh mein Gott, direkt alle Handys rausgenommen, woanders platziert. Ja, nur für den Fall, dass man nochmal so blöd ist. Ich schwöre es euch, 10 Minuten später, wir gehen zum Gate. Wir hatten noch viel Zeit. Wir gehen zum Gate. Und Abby sagt, ich gehe mal gerade noch was kaufen. Okay, ich warte da, stehe da, alles gut. 5 Minuten später, Abby kommt zurück. Ich sage, was ist los? Oh nein. Ich sage, was ist los? Mein Portemonnaie, alle meine IDs. I'm like, no, baby, no, please, no. Wir voll in die Panik geschoben. Das nächste Desaster. Wir überall geguckt, überall gesucht und dann unter so einem Tisch gefunden, der da so ein bisschen Abstand, keine Ahnung, wie das da hingekommen ist. Ich so, oh, scheiße, ja. So, nach all dieser Aufregung haben wir dann gesehen, dass sie unsere Sitze verändert haben im Flieger. Wir hatten normalerweise die Sitze direkt vorne bei Business Class, direkt dahinter, wo du ganz viel Raum hast für deine Füße. Also wirklich so mindestens 1,5 Meter, da kannst du dich richtig hinlegen. Extra bezahlt, schon auf dem Hinflug. Und kommen wir an, haben die unsere Sitze geändert. Dann sind wir da hingegangen und pass mal auf, unsere Sitze und ja, nee, aber es ist so, im System ist es so und so. Und dann haben wir eine Stunde hin und her gemacht und die konnten nichts ändern. Die haben uns dann zwar einen anderen Sitz gegeben, war auch nicht viel besser, aber diesen normalen, regulären Sitz. Und jetzt sitzt da mal 12 Stunden in diesem Flieger, wo du so ganz eng und kein Schlaf. Natürlich absolut kein Schlaf, 12 Stunden geflogen, weiß nicht mehr, wie die Knie die Weh strecken sollst und also Katastrophe. Dann in Mexiko angekommen, erstmal Riesenschlange noch, Immigration, dann haben sie uns bei der Immigration dann direkt danach all unser Chicken abgenommen. Irgendwie konnte man keine Ahnung. Noch nie gehört, ein Hund kommt an und setzt dich hin. So, ich dachte, das ist ein Drogenhund, ne? Ah ja, schnüffel mal schön hier, ne? Vor allem, da setzt der Hund sich hin. Ich denke, oh, das ist nicht ein gutes Zeichen. Und dann sagt er, ja, mach mal auf hier, ne? Und ja, vor dem Chicken, ne? Gut, jetzt war es 2:30 Uhr. Du kriegst um 2:30 Uhr nichts zu fressen, ne? Weißt du, ich gesagt, okay, das Chicken, das esse ich dann gleich noch. Ich habe so einen Hunger, ne? Dann sind wir durch Custom. Und dann ging es nochmal durch so einen Apparatus, ihr wisst ja, so wie bei Security. Machen Sie mal das Ding auf. Da hatten wir noch ein paar Eier, ne? So hart gekochte Eier. Das letzte Essen, ne? Na, die Eier dürfen auch nicht mit, ne? Und ich so, kann ich die denn essen? Kann ich die jetzt essen? Nein. Das immer, ne? Also dieses, warum kannst du das jetzt nicht essen in dem Moment? Ist doch scheißegal. Ah, übrigens, habe ich vergessen. Davor, auf dem Flug Düsseldorf, Amsterdam, hatten wir ein Wasser, habe ich vergessen, im Rucksack. Da sagt sie, das Wasser, ja. Ich sage, ja, klar, lass mich trinken. Nein. Ich sage, lass mich das Wasser trinken. Nein. Ich so, und jetzt was? Ja, nichts passiert. Wie auch immer, dann hatten sie uns unser letztes Essen noch abgenommen. Könnt ihr euch schon vorstellen, hundemüde. Ja, dann Hotel gesucht, 3 Uhr morgens, richtig geil. Angekommen, sind wir irgendwann um 4 lagen wir dann im Bett. Nicht geschlafen. Flugzeug nicht geschlafen, da nicht geschlafen. Dann war wirklich auf einmal, wie wir dann am nächsten Tag, ging es ja weiter nach Cabo San Lucas von Mexico City. Da habe ich gedacht, ich fall um. Ey, da 36 Stunden nicht gepennt. Mir wurde kotzübel, mein Herz und alles, und dann Mexico City ist ja so fucking hoch, da wird dir eh schwindelig, wenn du da hinkommst. Also ich habe gesagt, Baby, weißt du was, ich glaube, ich sterbe jetzt. Es ist over. Sie so, nein. Ja, dann nochmal ein paar Stunden fliegen,
zu Hause ankommen. Und naja, das war unsere kleine Heimreise. Aber dieser Schock, dass der Computer und das Cellphone weg war und ihre IDs und, also das war echt, musste ich nicht haben. Wie auch immer. Alles gut. Das war mein kleiner Bericht. Jetzt in 2 Tagen reden wir mal wieder über unsere lieben Peptide. Ganz wichtig. Und mein neues Lieblingspeptid ist übrigens Ipamorelin. Warum ist es Ipamorelin? Ich sage schon mal kurz, wie wir in Deutschland angekommen sind, das sind ja 9 Stunden Zeitverschiebung. Und wer jemals Jetlag gehabt hat, der weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe Ipamorelin richtig, also so eine Ampulle hat 6 Milligramm, die 9, 6 Milligramm, habe ich mir 2 Milligramm Ipamorelin reingeschossen. Mich hingelegt und geschlafen, ich hatte 0 Jetlag. Na, wie cool ist das denn? Natürlich, auf der Heimreise konnte ich nichts mitnehmen, hatte ich kein Ipamorelin, weil ich hatte das Ipa ja in Deutschland und dementsprechend auch keine Chance zu schlafen und dann auch Jetlag nach Hause gebracht, bis ich dann mein geliebtes Ipamorelin wieder hatte. Also das Zeug ist so geil gegen Jetlag, ja. Und natürlich andere Sachen wie Schlafen, bla bla bla, wie auch immer. Wir reden wieder über Peptide. In 2 Tagen bis dahin, euer Ben Wellen says, out.